Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Eine Woche, in der es ja nur ein Video gegeben hat, nämlich die Neuzugänge am Dienstag. Denn am Mittwochabend war ich ja auf dem Kanal von Sandra und Steffi vom Kanal Buchschnack zu Gast zu einem Hangout. Wer das nicht mitbekommen hat und nicht gesehen hat, ich packe euch das Video zu unserem Hangout einfach mal in die Infobox. Wir haben so ein bisschen über Favoriten aus dem letzten Jahr, Flops aus dem letzten Jahr, so eine Vorschau für dieses Jahr und ein bisschen über BookTube und Ähnlichem gequasselt. Und auch die liebe Franzi vom Kanal Die Bücher sehen war mit dabei, und es war wirklich ein unterhaltsamer Abend. Und wer da Lust hat und es verpasst hat, da findet ihr alles in der Infobox. Ja, dadurch gab es dann eben auch einfach aus zeittechnischen Gründen kein Video am Donnerstag. Das ist ja aber gar nicht so schlimm, denn die Bücherwoche ist ja heute und ich hoffe, dass ihr mit dieser recht viel Spaß habt. Lesetechnisch war diese Bücherwoche irgendwie sehr gemischt. Ich habe drei Bücher gelesen, stelle euch allerdings vier vor, wie ihr es auch schon im Thumbnail gesehen habt. Und von den drei Büchern waren absolutes Highlight dabei und zwei Bücher, die ich abgebrochen habe. Ich habe dann aber auch noch ein Hörbuch angefangen und ein anderes Buch am Wochenende. Das werde ich euch aber erst in der nächsten Bücherwoche vorstellen. Von daher war das lesetechnisch nicht die beste Woche. Was auch daran lag, dass ich Grace und Frankie gesuchtet habe auf Netflix, Staffel 5, und da halt auch einfach ein bisschen weniger zum Lesen gekommen bin. Aber wir fangen mit einem Buch an, das ich Anfang Januar gelesen habe, nämlich Test gelesen, und was aber jetzt am 1. Februar erschienen ist. Und zwar Sehnsucht nach Sommer von Jackie Fellgut. Und ich packe es eben jetzt in diese Bücherwoche, weil jetzt natürlich auch das Buch erhältlich ist und es jetzt auch fertig ist und ich natürlich auch darüber sprechen kann, weil es eben erschienen ist. Das Highlight der Woche war dann Blake von Jack Heath, ein Thriller, der ganz anders war, als ich es, glaube ich, erwartet habe. Dann habe ich gelesen Snowblind, Tödlicher Schnee von Christopher Golden. Da hört man ja sehr unterschiedliche Meinungen. Ich habe das Buch abgebrochen und dachte und hoffte eigentlich darauf, dass ich zu der anderen Fraktion gehöre. Und im Leseklub haben wir dann gelesen von Nina George, Das Lavendelzimmer. Auch ein Buch, auf das ich mich sehr gefreut hatte. Ich aber leider dann doch auch irgendwann mich dazu entschlossen habe, es abzubrechen. Serientechnisch, darüber sprechen wir, denke ich, dann auch einfach am Ende. Und wir starten wie gewohnt mit dem ersten Buch der Woche, was es in meiner Bücherwoche eigentlich nicht ist. Aber wie gesagt, ich möchte es euch jetzt einfach vorstellen, denn ich durfte das Buch Anfang des Monats testlesen, habe da mit Jackie Fellgut wirklich wunderbare Gespräche geführt über Dinge, wo wir uns, glaube ich, manchmal nicht ganz einig waren, aber dann doch in ganz wunderbare Art und Weise zusammengefunden haben. Und das Buch gibt es jetzt zum Angebotspreis von, ich glaube, 2,99. Ich packe euch das E-Book auf jeden Fall unten in die Infobox. Auch alle anderen Buchinfos findet ihr da unten. Schaut da einfach mal vorbei. Und zum Cover muss ich, glaube ich, gar nichts mehr sagen. Ein wunderschönes Cover. Das ist wirklich was ich bei Jackie Fellgut immer ganz toll finde. Die Coverauswahl ist auch hier großartig gewählt. Und auch der Titel Sehnsucht nach Sommer, da spricht mir Jackie ja wirklich absolut aus dem Herzen. Und auch ich habe ja gefühlt immer Sehnsucht nach Sommer. Deswegen auch die Sommerfrisur und das frühlingshafte Oberteil und der Blumenstrauß auf dem Tisch, weil ich das Grau und Weiß da draußen nicht mehr sehen mag. Aber gut, das E-Book ist jetzt also erhältlich und ich freue mich, dass ich es jetzt auch vorstellen darf, denn es geht in dieser Geschichte um Lucy, eine junge Frau, die ihre Freiheit liebt und auch ihren Motorrad Loki und vor einem Jahr von einem kleinen Städtchen in der Nähe von New York geflüchtet ist, eben nach New York City. Der Freiheitsdrang war einfach etwas stärker und auch so manches in ihrem Dörfchen, in ihrem Städtchen, muss man ja fast sagen, hat nicht so geklappt, wie sie sich das vorstellte. Und sie hatte eben immer das Gefühl, da muss doch irgendwie noch mehr sein. Sie verließ also ihre Freunde und auch ihren festen Freund Nate, als sie ein Geheimnis bei ihm entdeckte und mit dem Geheimnis nicht so richtig leben konnte und wollte. Nach einem Anruf ihrer besten Freundin, die ihr Hotel retten möchte und auch muss, kehrt sie aber zurück in dieses Städtchen und möchte natürlich ihrer besten Freundin helfen,
trifft dann natürlich auch auf ihren Ex-Freund Nate und ja, die Geheimnisse der Vergangenheit ja, holen beide so ein bisschen ein. Ja, so viel zur Geschichte. Hier muss ich ganz klar sagen, mein absoluter Lieblingscharakter ist Nate. Ich bin sowieso immer sehr, sehr verliebt in die männlichen Charaktere, Protagonisten in den Romanen von Jackie, weil ich finde, die fühlen sich immer so echt an und man hat so den Eindruck, die sind so aus dem Leben gegriffen und nicht irgendwie überkitscht, überdreht, liebevoll, über machohaft, sondern einfach echt. Und auch bei Nate trifft das absolut zu. Der Schreibstil, ich glaube, darüber muss man gar nicht mehr reden. Ich liebe Jackies Bücher jetzt, glaube ich, seit über 2,5 Jahren. Ich habe seitdem jedes, das erschienen ist, gelesen, habe auch manche von vorher schon gelesen. Ich glaube, mir fehlen noch 1-2 Einzelbände und die eine Trilogie habe ich ja auch nicht weiter verfolgt. Aber sonst bin ich ein großer, großer Fan des Stils. Denn in Jackies Büchern ist eben so das wahre Leben. Also es sind echte Charaktere, wie ich es eben auch im Freundeskreis kenne. Es ist das echte Leben. Natürlich ist es an mancher Stelle überspitzt, sonst wäre es ja auch keine Geschichte. Es wäre ja irgendwie langweilig, wenn wir unser normales Leben auch in einem Buch finden würden. Aber es ist eben einfach vorstellbar, dass es so ist. Und das finde ich immer wieder schön. Zudem mag ich am Schreibstil auch einfach die Tiefgründigkeit der Charaktere, dass die greifbar sind, echt sind, man ein Bild vor Augen hat, man ein Gefühl für diese Menschen bekommt. Diese Charaktere, also sind ja keine echten Menschen. Und dass man eben einfach den Eindruck hat, man ist irgendwie Teil dieser Geschichte. Zudem hat man natürlich auch eine wunderbare bildhafte Beschreibung der Orte. Auch hier besonders natürlich ja, die Motorradfahrerei von Lucy. Und man hatte einfach so wirklich das Gefühl, man hat ja den Wind in den Haaren. Und das ist wirklich ganz, ganz, ganz toll. Und es hat eben auch so eine Prise Humor in den Geschichten, die ich immer super gerne mag. Also kenne ich Jackie eben auch mit dieser Prise Humor. Und das macht ihre Bücher, finde ich, immer sehr speziell und wirklich sehr schön. Es ist natürlich eine Liebesgeschichte, aber auch irgendwie ein Lebensroman und diese Mischung und dass es eben so echt ist und nicht so, ja, kitschig und überdreht, das mag ich eben einfach. Das ist genau der Kitschgrad, sage ich mal, den ich absolut gerne lese, dass nicht irgendwie in Schmalz übergeht oder rosarote Wolken, sondern wirklich so irgendwie so handfeste Lebensliebesgeschichten. Das finde ich unglaublich gelungen und das schafft sie auch mit Sehnsucht nach Sommer. Zudem kann ich Lucy natürlich auch gut verstehen, die eben immer Sehnsucht nach Sommer, Sehnsucht nach der Freiheit hat und überhaupt kein Freund ist von Herbst-Winter. Und ja, ich so dachte, ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Viele dieser Gedanken sind auch Gedanken in meinem Kopf und das fand ich sehr faszinierend. Also ja, Jackie, wo kam die Inspiration her? Mhm. Ja, darüber müssen wir nochmal sprechen. Ja, zudem war ich eben auch einfach ein absoluter Fan von Nate und auch den Nebencharakteren und auch den Städtchen, was so einfach so ein heimeliges Gefühl bei mir ausgelöst hat und man sich irgendwie auch willkommen fühlte und daheim fühlte und auch irgendwie so eine Behaglichkeit hatte. Und ich mochte das wirklich unglaublich gerne. Und ja, ich fand auch das Zusammenspiel von Nate und Lucy und das fand ich auch toll. Also auch wie damit so umgegangen wurde, was da passiert ist und wie es passiert ist und dass das so sich so, ja, so normal angefühlt hat. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich finde es toll, dass das eben ja nicht überschwänglich dramatisch ist, sondern einfach, ja, natürlich schon ein gewisses Drama braucht man natürlich für eine Geschichte, aber ja, das war so eine richtig schöne Herzensgeschichte, die ein bisschen die Sehnsucht nach Sommer in mir natürlich ja schon gestillt hat, die mich glücklich gemacht hat, die mich mitgenommen hat, die mich mitgerissen hat, die mich auch gepackt hat. Ich habe die Geschichte in 3 Häppchen sozusagen gelesen. Also immer wenn so ein Drittel in der ersten Überarbeitung von Jackie fertig war, habe ich die bekommen, aber schon recht nah beieinander. Und ich habe immer wieder entgegengefiebert und gesagt, jetzt aber wo bleibt der Rest und wann kommt das Letzte? Und als dann der dritte Schnipsel sozusagen kam, ja, konnte ich dann auch weiterlesen und finde es wirklich von vorne bis nach hinten sehr, sehr, sehr großartig und gelungen und war auf jeden Fall für den Monat Januar ein Highlight-Buch. Ja, mit dem echten ersten Buch der Woche und auch einem Highlight geht es weiter, nämlich Blake von Jack Heath. Ein Thriller, der uns auf der Leipziger Buchmesse im letzten Jahr vorgestellt wurde. Es sollte eine Mischung aus Dexter und Sherlock sein. Ich kenne Dexter leider nicht. Ich habe da, glaube ich, nur mal so 2-3 Folgen geguckt. Das hat mich irgendwie nicht so richtig angesprochen, ist auch schon gefühlt Jahre her. Ich bin aber ein riesen Sherlock-Fan und ich fand
die Idee, die im Klappentext so erzählt wurde, dass wir hier eben jemanden haben, der dem FBI zuarbeitet und so eine Genialität hat wie Sherlock, aber eben ein dunkles Geheimnis hat, fand ich mega spannend. Und wenn man dann das dunkle Geheimnis erfährt, dann denkt man nur, oh mein Gott. Ja, das E-Book gibt es für 5 Euro, was ich auch wieder großartig finde, dass eben jetzt doch scheinbar die E-Book-Preise mal ein bisschen nach unten gehen. Das ist ja, glaube ich, schon das 3. oder 4. E-Book, was es so in diesem Preisrahmen gibt, auch vom Verlag, was ja sonst eher selten war, was mich aber wirklich sehr, sehr, sehr freut. Wir treffen in der Geschichte auf Timothy Blake, der eben ein genialer Profiler ist und eben auch Beobachter. Also er kommt auch an einem Ort und erkennt da Dinge, die ein normaler Mensch, ein normaler Polizist nicht unbedingt gleich erkennt. Er steht dem FBI sehr nahe, steht aber wohl nicht auf deren Gehaltsliste, denn das FBI oder ein Mitarbeiter davon kennt das dunkle Geheimnis von Timothy Blake und unterstützt es, und die Bezahlung erfolgt dann eben in Geheimhaltung und diesem dunklen Geheimnis. Timothy Blake lebte seit seinem ersten Lebensjahr in einem Heim. Seine Eltern wurden bei einem Raubüberfall im Haus, in der Wohnung erschossen, und wir treffen ihn in dieser Geschichte bei einer Kindesentführung, und die Geldübergabe läuft aber doch anders als geplant, und es wird dann eine Niere gefunden mit dem Hinweis, dass jetzt mehr Geld verlangt wird, wenn man eben mehr als die Niere von diesem Jungen haben möchte. Blake muss diesen Fall lösen und dennoch sein dunkles und auch zum Teil echt widerliches Geheimnis bewahren, und er trifft auf seine Kollegin, oder die wird ihm zugeteilt, die Kollegin Reese, Nachname verdrängt, die wollte in ihrer Kindheit wie Scully sein, und er verliebt sich natürlich in sie, was ich auch irgendwie sehr großartig fand. Allein so diese Anspielung fand ich ganz, ganz toll, dass hier da so ein bisschen von Akte X die Rede war. Und wir sind eben dann dabei, wie dieser Fall oder dann die Fälle, die geschehen, so passieren. Welche Sachen so nebenbei passieren, unter anderem von Drogen, Kontrollen, und wir sind hier auch mitten im Todestrakt dabei. Gibt es unglaublich viele spannende Nebenschauplätze und eben das dunkle Geheimnis von Blake. Sprachlich war das Buch unglaublich spannend erzählt. Also ich habe dieses Buch, ich glaube, auch an 2 Tagen eingesogen. Ich konnte es nicht weglegen. Ich war mega angespannt, überrascht, dass es mich so gefesselt und gepackt hat. Es war toll erzählt, es war ein relativ einfacher Schreibstil, aber einfach vollgeladen mit Informationen, gerade wenn man ans Profiling von Blake denkt. Das hatte wirklich so, es ist nicht ganz Sherlock, aber es ging in diese Richtung und man konnte einfach mitfiebern. Zudem waren immer zum Start von Kapiteln gab es Rätsel, die ich grandios fand. Ich habe auch immer eins rausgeschrieben, und zwar: Manche Menschen fürchten mich, andere sehnen sich nach mir. Keiner hat mich je gesehen, genau genommen hat es mich nie gegeben. Aber ihr erwähnt jeden Tag meinen Namen. Die Lösungen findet man am Ende des Buches, was jetzt beim E-Book tatsächlich ein bisschen blöd war, weil man hätte immer wieder zum Ende scrollen müssen. Und so habe ich dann irgendwann mal einen blinden Screenshot mit dem Smartphone gemacht, um die Lösung sozusagen nachzugucken. Natürlich hat man sich irgendwie für die anderen Rätsel immer mal ein bisschen gespoilert, aber ich wollte natürlich wissen, was das Rätsel ist. Und ihr könnt jetzt mitraten, vielleicht, schreibt das mal in die Kommentare, vielleicht kommt ihr bei den Rätsel ja drauf. Das fand ich auch eine mega coole Idee, die tatsächlich dann auch irgendwann was mit der Geschichte zu tun hatte, und ich liebe Rätsel, und mir kamen manche Rätsel bekannt vor und andere nicht, und auch das, da wusste ich anfangs so gar nicht, was gemeint ist. Ich fand es aber einfach großartig. Es gab sehr intelligente Charaktere. Natürlich ist Timothy Blake ein sehr spezieller Protagonist, auch Profiler, aber ich fand ihn sehr tiefgründig, nachvollziehbar, was erschreckend ist, denn wenn jemand ein dunkles Geheimnis hat und das auch auslebt und uns daran teilhaben lässt, und es ist nicht ganz unblutig, und man findet das irgendwann gut, da denkt man sich, oh mein Gott, was ist jetzt mit dir passiert? Ja, das erschreckt einen manchmal durchaus, aber das Schöne ist auch einfach, dass er mit diesem dunklen Geheimnis irgendwie lebt, sich damit abgefunden hat, zwar ein bisschen damit hadert, aber auch nicht im Mitleid versinkt. Und das fand ich auch einfach so eine
so einen grandiosen Charakter, wie ich ihn eben auch in Serien zum Beispiel sehr, sehr liebe. Und den Eindruck hatte man auch, dass man hier eigentlich geschrieben hat wie eine Serie und nicht wie ein Buch, insofern man da einen Unterschied feststellen möchte. Aber das fand ich wirklich ganz, ganz toll. Und eben auch einfach, wie Blake die Welt sieht und man sieht eben dann auch die Welt durch seine Augen, was das Ganze doch ein bisschen reizvoller macht, auch ein bisschen blutiger macht, ekliger macht, aber auch unglaublich spannend macht. Und es ist nichts für Zartbeseitete, das muss man auch ganz klar sagen. Es war an mancher Stelle schon, dass auch so meine Grenzen so einen Hauch überschritten wurden. Das muss man ganz klar sagen. Es ist nichts für Leute, die das nicht abhaben können. Das muss man definitiv sagen. Zudem gab es eben auch einfach Wendungen, die ich absolut grandios fand, auf die ich nie gekommen wäre, die ich mega spannend fand. Also wirklich dieser ganze Spannungsaufbau, wie sich das auflöst, einfach nur Hammer. Und ich hätte damit einfach nicht gerechnet. Natürlich sagt man jetzt, wenn man ein Buch liest, rechnet man damit, dass man ein Highlight in Händen hält. Nein, also ich rechne damit tatsächlich nicht. Gerade bei Thriller kann es ja ganz schnell in so eine andere Richtung gehen, wo man dann denkt, irgendwie erreicht mich die Spannung nicht, irgendwie erreicht mich der Autor nicht mit seiner erzählten Geschichte. Und deswegen ist das bei Thrillern tatsächlich schon nochmal so ein bisschen was anderes, wo man sagt, man steckt immer nicht so richtig drin. Ne? So ein Klappentext, 5 Sätze können halt ganz anders sein, als wenn man dann wirklich so viele Seiten vor sich hat. Aber eine absolute Empfehlung. Ich habe jetzt schon gehört, dass es tatsächlich so ein bisschen an Dexter erinnert. Also alle, die diese Serie kennen, haben jetzt vielleicht irgendwie ein Gefühl dafür. Ich bin tatsächlich im Überlegen, ob ich die Serie nicht auch einfach mal angucke, insofern sie gerade irgendwo verfügbar ist zum Anschauen, weil mir eben das Buch so unglaublich gut gefallen hat und ich es wirklich als ein Thriller-Highlight empfinde, wenn es auch wirklich eine Spur, also fast zu blutig war, das muss ich ganz klar sagen, das ist schon, ja gut, nach The Walking Dead bin ich ja gefühlt einiges gewöhnt, aber das so in meiner Fantasie vor Augen zu haben, ist einfach nochmal was anderes. Aber absolute Empfehlung, hat mir unglaublich gut gefallen, kann ich absolut nur empfehlen. Das nächste Buch, das ich begonnen hatte in der Woche, war von Christopher Golden, Snowblind, Tödlicher Schnee. Und ich habe tatsächlich fast 40% durchgehalten. Ich habe umgerechnet vom E-Book ungefähr 160 Seiten gelesen, was eben nicht ganz die Hälfte war. Es hat mich angelockt damals, weil eine Empfehlung von Stephen King darauf steht, denn es heißt so schön, dieser Roman lässt deine Knochen und dein Herz gefrieren. Aktuell gibt es das E-Book für 4 €, was theoretisch auch vom Preis in Ordnung ist. Allerdings, ja, es war ein Flop, mir hat es nicht gefallen, ich habe es abgebrochen, deswegen wären auch die 4 € zu viel, muss man jetzt natürlich ganz klar sagen. Wir sind, ich denke mal irgendwo in den USA gewesen, ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, ob ein Ort erwähnt wurde. Ein Schneesturm zieht heran und mit diesem scheint auch etwas Übernatürliches die Menschen zu ergreifen. Viele Menschen sterben dabei und man erinnert sich eben auch noch Jahrzehnte, wo dann die Geschichte eben spielt, an diesen Schneesturm. Und dass da draußen eben irgendetwas ist, scheinbar irgendwelche Schneemenschen, die ja, eben irgendwie was in diesen Stürmen tun, wie auch immer man sie abhalten kann und die dann eben immer in Regionen gehen, wo wieder Menschen leben, um diese im Grunde zu holen. Ja, so viel mehr kann ich tatsächlich nach auch fast 40% der Geschichte gar nicht so richtig erzählen, denn ich fand es unfassbar langweilig. Also es war am Anfang gerade so diese Vorgeschichte, die fand ich noch ganz spannend erzählt. Man hatte den Erzählstil aus verschiedenen Perspektiven. Man hat so ein bisschen dieses Städtchen kennengelernt. Man hat den Sturm, den ersten, miterlebt. Man hat die Sagen aus der früheren Zeit so gehört, dass halt schon immer mal irgendwie Stürme waren. Und diese Vorgeschichte war ganz spannend. Man hat halt auch die Polizei begleitet und war in so einer Kneipe. Und das war irgendwie interessant. Man hatte Menschen, die greifbar waren, die diesen Schneesturm, diesen Blizzard so leicht live erleben und uns daran teilhaben lassen. Sobald wir aber eigentlich in die Gegenwart switchten und diese Geschichte irgendwie vorbei war, dachte ich schon, was wird jetzt kommen? Warum erzählt man das, wo man eigentlich schon irgendwie ein Ende hat und erzählt man jetzt die Geschichte nur nochmal ausführlicher in der Gegenwart, richtig greifbar, war das für mich nicht. Zudem wurde es schlagartig langweilig. Es wurde langatmig, es ist irgendwie auf gefühlt 50 Seiten nichts passiert und was passiert ist, wurde so detailreich niedergeschrieben, dass ich dachte, oh,
Also wenn man irgendwie Schnee auf 10 Seiten beschrieben bekommt und einen Sturm, da denkt man sich, ja, ich habe es auch schon nach Seite 2 begriffen. Also ich möchte ja gar nichts gegen bildhaften Schreibstil erzählen. Ich bin ein High-Fantasy-Fan, ich liebe es, wenn Geschichten bildhaft, detailreich erzählt sind. Aber wenn etwas Langweiliges auch noch langweilig erzählt wird, dann ist das zu viel des Langweiligen. Also ich fand es also wirklich sehr einschläfernd, ich fand es sehr qualvoll, das zu lesen, ich fand es ermüdend und ich habe, ich glaube, so 3-4 Mal dazu gegriffen, um dann immer wieder so nach 30-40 Seiten aufzuhören, um zu sagen, ach ja, ja. Und habe dann einfach gedacht, irgendwie, ich habe gar keine Lust. Und ja, es liegt vielleicht auch daran, dass man vorher so ein Thriller-Highlight wie Blake gelesen hat, das kann durchaus sein, aber ich habe mir aus diesem Buch irgendwas anderes vorgestellt und ich habe mir, glaube ich, auch tatsächlich eher was High-Fantasy-Übernatürliches vorgestellt, das ist schon irgendwie übernatürlich, aber ja, mir hat es nicht gefallen. Ja, auch einfach so, ja, mir hat es nicht gefallen. Ich glaube, man muss auch gar nicht mehr über ein schlechtes Buch irgendwie erzählen. Ich habe tatsächlich darauf gewartet, dass von all den Menschen, die so schwärmen, dass das losgeht, dass das jetzt kommt. Und ich habe jetzt schon gehört von jemandem, na, da hättest du weiterlesen müssen, das wäre dann schon noch im letzten Drittel gekommen. Aber ich denke mir so, okay, im letzten Drittel. Aha, Also wenn es ein Autor nicht schafft, dass ein Buch vorher gut ist, dann, ja, brauche ich auch nicht das letzte Drittel lesen. Aber gut, ja, und dann haben wir in der Woche auch Das Lavendelzimmer von Nina George gelesen. Das habe ich nach 250 Seiten abgebrochen. Ich bin also eigentlich relativ weit gekommen. Ich glaube, mir hätten noch knapp 130 Seiten gefehlt. Das haben wir im Leseklub gelesen. Den findet ihr unten in der Infobox. Und eigentlich habe ich mich sehr darauf gefreut. Ich habe ja im letzten Jahr 2 Bücher von Nina George gelesen, unter anderem Die Schönheit der Nacht, was ich ja absolut gelungen fand und habe mich hier eben auch auf einen Nina George so gefreut, Nina George gefreut, ist ja eine deutsche Autorin, und dachte mir, das Buch klingt einfach toll. Denn es geht hier um Perdu, müsste man wahrscheinlich französisch Perdu. Also man müsste ihn Französisch aussprechen, denn die Geschichte spielt ja in, ja, Paris. Ich glaube, Paris. Und Perdu, habe mich eingewirrt. Und Perdu führt eben eine Art literarische Apotheke, also ein Buchhandel, ein Buchantiquariat, wenn ich mich nicht täusche, ein Bücherschiff, zu dem eben Menschen kommen, ihm so ein bisschen was aus ihrem Leben erzählen und er findet eben immer das passende Buch für sie. Er rät ihnen auch von Büchern ab, wenn er der Meinung ist, dass das Buch gerade nichts für den Zustand der Leserin ist und er achtet eben so ein bisschen auf das Wohlbefinden und wie er dieses Buch eben, wem er welche Bücher gibt. Zudem hat er eben selbst eine Geschichte, er war ein Geliebter einer verheirateten Frau und eines Tages ist diese Frau eben einfach aus seinem Leben verschwunden, hat ihn einen Abschiedsbrief dagelassen, den er bis jetzt nicht gelesen hat. Das sind, glaube ich, 20 Jahre her. Und wir erfahren eben so seine Geschichte, die gemeinsame Geschichte, dann auch die Geschichte irgendwie dieser Frau, die nicht ganz so schön war und dann geht er eben auch noch auf Reisen und Das Problem mit dem Buch war tatsächlich der Schreibstil. Die Idee finde ich großartig. Ich glaube sogar, wenn es einfach nur um dieses Bücherschiff gegangen wäre, wäre die Geschichte toll gewesen. Aber der Schreibstil war schlimm. Also er war poetisch, er war verträumt und schwülstig und kitschig und einfach too much. Es war einfach zu viel. Man hatte das Gefühl, dass die Autorin alles, was an Schwülstigkeit irgendwie in ihrer Kraft vorhanden war, dass sie das hier reingepackt hat, dass sie das in dieser Geschichte erzählt hat und es war einfach so unrealistisch, denn ich hatte immer das Gefühl, dass ich keinen Protagonisten habe, sondern eine Protagonistin. Und damit möchte ich überhaupt nicht sagen, dass Männer kein Gefühl hätten oder Frauen übergefühlig wären. Nein, das will ich damit überhaupt nicht zum Ausdruck bringen. Aber ich kenne einige Männer und ich habe noch nie einen Mann so reden hören wie in diesem Buch. Geschweige denn, glaube ich dann, dass die Männer so denken wie Perdu, wie auch immer. Ich glaube das einfach nicht. Und ja, es gibt natürlich gefühlvolle Männer. Das will ich gar niemandem absprechen. Aber nicht so, wie es da drin ist. Es gibt, glaube ich, noch nicht mal Frauen, die so sind wie Perdu. Und das fand ich einfach unerträglich. Ich fand seine Art zu denken und auch die Welt zu sehen, ich fand das anstrengend. Ich fand es einfach übertrieben.
Blumig ist auch mal in der im Leseklub gefallen und ich fand es so gekünstelt und gewollt und überhaupt nicht echt. Und von einem Non-Fiction-Roman erwarte ich eben einfach, dass es irgendwie echt und realistisch ist. Hätte ich jetzt einen High-Fantasy-Roman, wäre das was anderes, das muss man ganz klar sagen. Aber ich erwarte von einem Buch, der Gegenwartsliteratur ist, schon ein bisschen, dass eben auch einfach die Charaktere sich benehmen wie Menschen und nicht wie irgendwelche Merkwürdigkeiten. Zudem waren auch viele Handlungsstränge, die ich irgendwie nicht so richtig passend fand. Es waren zu viele Geschichten, die erzählt wurden. Und auch zum Beispiel die Frau von früher, das war einfach so eine unsympathische. Da konnte ich überhaupt nicht begreifen, wie man so viel Gefühl für die haben kann. Und Mitgefühl hatte ich schon gleich gar nicht. Und das hat dann auch alles andere nicht geendet. Und ich war einfach genervt. Ich war irgendwann einfach so genervt. Ich bin dann leider an irgendeinem Tag nicht dazu gekommen und hätte dann am nächsten Tag 2 Abschnitte lesen müssen. Ja? Und ich dachte, nee. Und dann war es vorbei. Also als ich dieses Nee in meinem Kopf ausgesprochen hat, wusste ich, du greifst nicht mehr zu diesem Buch. Und ja, das ist dann die traurige Geschichte von mir und dem Lavendelzimmer, was ich echt schade finde. Und ich frage mich, ob es einfach daran liegt, dass Nina George jetzt einfach so gewachsen ist als Autorin, dass mir eben das neueste Werk so gut gefallen hat und das alte jetzt nicht so. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe noch 2 ältere Werke sozusagen, die nach dem Buch kamen, von ihr auf dem Sub. Ich werde es noch nicht aufgeben, aber Also was mich auch beruhigt hat, ist, dass es manchem so ging in der Leserunde. Es haben aber auch einige sehr gefeiert und fanden es toll. Also man sieht, die Meinungen gehen auch hier auseinander, aber meins war es leider gefühlt überhaupt nicht. Ganz anders aber dann Grace und Frankie Staffel 5. Habe ich auf Netflix gesuchtet, jetzt in einer Woche die Staffel geguckt und war total enttäuscht, als es irgendwie gefühlt mittendrin vorbei war, denn es wird auf jeden Fall eine Staffel 6 geben. Das ist ja die Geschichte von 2 Paaren, die nach 40 Jahren entschließen sich die beiden Männer, sich zu outen, zu heiraten, und die beiden Frauen, die jetzt geschieden sind, leben dann im Strandhaus und müssen irgendwie so unterschiedlich, wie sie sind, ihr Leben miteinander verbringen, beziehungsweise wollen sie das eigentlich. Und haben natürlich auch erwachsene Kinder und schon Enkel und merken irgendwie, ja, das Leben ist doch aber jetzt mit 70 oder 80, waren die Mitte 70? 70? Ich glaube 70, ja, 70, 80, ich habe schon wieder verdrängt, ist das Leben aber noch nicht vorbei. Und es sind starke Charaktere, es ist unglaublich lustig, es ist unterhaltsam, es ist auch so gefühlt so echt aus dem Leben gegriffen, aber halt dann doch irgendwie nicht echt. Und es macht einfach unglaublichen Spaß. Und wer halt wirklich so eine Serie sucht, wo man lachen kann, wo man mitfiebern kann, wo man auch so ein bisschen schwarzen, trockenen Humor hat, da ist man hier absolut richtig. Zudem eine grandiose Jane Fonda, die ich hier wirklich bombastisch finde, und auch alle anderen im Cast. Ich bin absoluter Fan. Ich habe jetzt die 5. Staffel wirklich so gefeiert. Ich habe mich so drauf gefreut, habe sie wirklich auch weggesuchtet in dieser Woche und fand es wirklich Hammer. Also mir hat es wieder unglaublich gut gefallen. Ich habe jede Folge genossen und habe das unglaublich gefeiert und freue mich jetzt schon auf Staffel 6, die ja hoffentlich dann auch im nächsten Jahr kommt. Ja, ich glaube, so jährlich war hier irgendwie der Abstand und ja. Dementsprechend kann man nach der Serie und auch nach dem Highlight Blake durchaus die beiden Flops so ein bisschen ignorieren. Ich muss jetzt allerdings schon natürlich auch dazu sagen, dass auch eins der Bücher jetzt aus dieser Woche, was ihr in der nächsten Bücherwoche seht, auch schon so wieder gefloppt ist und ich so denke, was soll ich sagen? Kein Griff gerade, wobei ich auch gerade ein Hörspiel höre, nämlich Ghostbox, das habe ich Samstag begonnen, das ich absolut feiere. Also ja, mal gucken, wie es noch endet. Ja, also es ist, wie es ist, und ich stehe ja da auch immer zu und ich sage auch immer offen und ehrlich meine Meinung, und wenn mir was nicht gefällt, dann ist das eben so. Das heißt ja nicht, dass das Buch wirklich schlecht ist. Es ist halt einfach nur vielleicht die falsche Zeit, ein falsches Gefühl, keine Ahnung. Ne, da weiß man halt immer vorher nicht. Und aber so ist es eben einfach. Ja, ansonsten, glaube ich, gab es in der Woche nichts Neues. Ich glaube, das Backstreet Boys Album kam dann erst am Freitag, was ich dann auch am Wochenende durchgängig gefühlt mitgehört habe, auch jetzt weiterhin höre. Da fühlt man sich wirklich wieder wie 15 und ist ein verrückter Teenie-Fan. Also, die Jungs, ne? Also zum Glück auch schon ein paar Mal in meinem Leben selbst getroffen und gesehen und zum Singen gehört. Und ja, das sind echt schon, ja. Aber dazu denke ich dann in der nächsten Bücherwoche ein bisschen mehr.
Und ich habe, glaube ich, jetzt nichts vergessen. Ich packe euch den Hangout-Link unten in die Infobox. Alle Bücher und Infos sind in der Infobox. Und ich glaube, ich habe nichts vergessen. Steht auch nichts mehr auf meinem Zettel. Ich hoffe, dass ihr Spaß mit der Bücherwoche hattet. Schreibt mir gerne, ob ihr eins der Bücher kennt, wie ihr die fandet, welches Buch euch jetzt vielleicht auch angesprochen hat und welches Buch ihr selbst in der Woche gelesen habt oder was auch euer letzter Flop vielleicht war oder Highlight. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Alle Infos, wie gesagt, in der Infobox. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.